So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Let's Play WoW, Folge 21. So. Wir müssen immer noch unsere tollen Freunde hier killen. Die Totemika und die Krieger. Aber gar nicht mehr so viele Männer. Mit dem. Schnell zwei. Mit dem Totemika und von den Kriegern auch noch zwei. Okay, der Pfadfinder, den wollte ich eigentlich nicht killen, genau wie beim letzten Mal, aber gut, wir sind halt wieder dran. Das geht ja immer schnell, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. Und ihr dürft mich auch mal wieder in meiner neuen Tunika bewundern. Mittlerweile habe ich eine. Ein Kleidchen mehr. Ich habe letztens ein lustiges Bild gesehen. Weiß nicht, ob es ein Video war, ein Bild. Na egal, war der Vergleich damals und heute, wo man sich dann mit Level 40 befreut hatte hier schon wegen endlich Schultern und quasi jetzt WoD-Zeiten. Ah, Level Schultern, cool. Asse. Genau wie alle anderen. Reit mit 40, yeah! Und dann Vergleich, okay. Hat man dann ja quasi schon ab Level 1 diesen Fahrer. Weiß gar nicht, ob der, wie schnell der ist. Ich hatte das zwar auch, aber dadurch, dass ich nicht mehr getwinkt hatte, weiß ich gar nicht, wie schnell das Ding war. Nein. 12 Stück brauchen wir von dem, okay. Okay, wir brauchen doch noch ein paar mehr Krieger. Ich dachte, wir brauchen nur 10. Dann brauchen wir es auch. Mit dem einen Krieger und einen Totemiker. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, der hat bestimmt eine Quest oder so. Muss das doch mal an. Wer läuft auch zu uns? Als Stärke. Ja, bestimmt das Beste. Ich hab mal hier die Stücke nutzen. Na wirklich. Aber ich habe gerade gesehen, ziehen wir gern. Das war jetzt nichts. Okay. Und bei dem ist das Totem jetzt verschwunden. Der letzte Totemiker und der letzte Krieger. Sehr gut. Ja. Naja. Ich stell mal die Brandfalle auf. Bringt hier was, aber jetzt steht die dann rum und die Frage ist, ob man auf einer Brandfalle auch kochen kann, aber ich glaube nicht. Weil sieht ja aus wie ein kleines Lagerfeuer. Oh, was ist das denn? Mal gucken. Nee, das war falsch. Okay. Knallte. Da, 4. Getreu. Ein getreuer Freund ist. Ich wage es nochmal und versuche mal umzubenennen. Wenn jetzt. Wenn jetzt Folge. Puff, ist er weg oder so.
Aber jetzt ist er ja getreu. So, jetzt haben wir alles. Da hinten an den See. Ups. An den See. Ohne gegen irgendwelche Stöcke zu laufen. So, da wir ja da wissen, dass da quasi Freunde sind. Ich wollte gerade schon Anführungszeichen machen. Oh, verdammt, da bin ich erschrocken. Puh. Der ist auch schneller, ist aber hat das nicht so aus. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, was auf uns wartet im Wasser. Ach so, das ist die Quest hier von dem Typen. Okay. In unserer Wasserstadt. Oh, das war, oder waren das einfach nur eine Quest-Gegenstände? Okay, im Wasser sieht das ziemlich lustig aus. Muss man die ja in die Mitte bringen und dann passiert nichts. Weil noch wird nichts gezählt für irgendwas. Nix. Heute schon noch Räume. Elementar anschieben. Was ist denn? Elementar anschieben. Aber ich finde, dass Elementar anschieben verwendet die. Und, okay. Ich lerne nur 5. Aha, okay. Das war ja einfach. Wenn man die Quest dann auch durchliest, war es auch einfach, ja. Okay. Jetzt bin ich hier gut. Warte, hat doch gepasst, ne? Aber jetzt bin ich hier stundenlang gesucht. Müssen jetzt eine Rolle finden oder so. Ah, wir haben eine Rolle dabei. Wir haben eine Rolle. Ich bin geehrt. So.
Bam. Lebt wohl. Auch wenn es im Fluss ist. Gucken. Nö, aber nicht. Ist das eine Dungeon-Quest? Nein, ist es nicht. Wie hieß die? Eine Kiebeschwelle. Schwert machen. Ja. Gut, mir das Gipfel. Das sein, aber da muss man hier noch das Plätzchen ab. Genau. Mit dem Motor. Ich glaube, das ist hier die Quest. Könnte ich da hin? Ich nehme das gerne. Könnte ich einfach fragen, was hier ist. So, mein Freund. Tango. Passive Verteidigung. Die Optimierung. Ach! Aha, und das Tierchen ist auch, oder? Oh, was ist denn da? Streitgolden. Okay, ich glaube, der kann Streitgolden tragen. Wenn ich es lerne, ich glaube, wir müssen da zu einer Eisenschmiede. Okay, das wird ein weiter Weg für uns. Aber ich überlege gerade. Ich glaube, den Weg gehe ich ohne aufnehmen, weil das wäre ja dann quasi nur eine Folge durch die Gegend laufen. Ich weiß gar nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Auf jeden Fall versuche ich in der nächsten Zeit wieder nochmal Gold zu schicken. Und dann kann ich ja, je nachdem ich lustig bin, auch mal dahin reisen. Vielleicht nehme ich es auf, ich weiß es noch nicht. Aber ich denke ja nicht, weil es ist wirklich echt lahm, dahin zu kommen. Obwohl es sich ja eigentlich anbieten würde hier, wegen alte Zeiten und so. Weil man ist ja damals wirklich immer viel gelaufen. Oder man musste viel laufen, weil es gab ja damals noch nicht so früh und so günstig Reiten. Und das kostet jetzt auch, sagen wir, 20 Gold oder so, das Reiten, oder 30 oder 50. Aber auf jeden Fall, man muss halt erstmal an das Level kommen und an das Geld in der Zeit. Und dadurch, dass es hier etwas schneller geht mit dem Leveln, bekommt man etwas weniger Geld. Dadurch, dass man die Gebiete dann schneller verlässt. Und nicht immer alle Quests macht. Ja, das ist leider das traurige Los der Raum, ne? Aber gut, was will man tun? So, jetzt können wir hier wieder zwei Quests abgeben. Hoffe ich. Ja, noch mehr Melonen. Okay, dann gehen wir die noch da.
Wenn ich wieder quer einfällt, weil hier sind überall Berge. Wir sind ja schon mal immerhin etwas schneller unterwegs. Hoffentlich können wir da auch verkaufen. Unser Dean, aka Mr. Krabs, ist auch hinter uns her. Nö, ist aber nicht wirklich schneller geworden, natürlich. Was tolles Neues kann er auch nicht. Mittlerweile hat man das ja viel einfacher gemacht. Also, was ich finde hier mit Lehren und so. Vielleicht lasse ich da schon mal gerne etwas schleifen, aber ich habe auch nicht so viel Geld leider, dass ich mir dann alles kaufen könnte, was es mehrere gibt. Ich versuche einfach durchzuhacken. Okay, das sieht eher schwierig aus hier. Ach, wie ist das ehrlich? Na, so viel zum Thema einfach durchhacken. Ich glaube. Oh. Müssen wir hier einmal rum oder so. Wahrscheinlich maximale Range, minimale Range. Worauf ich allerdings wohl gespannt bin mit den Wettern, ist der Nahkampfjäger. Stelle ich mir sehr lustig vor. Bin dann ganz viele Minis, plus der Nahkampfjäger, plus der neue. Alle dann da am Posten klüpfen. Vielleicht wollen die, die Fernkampf- oder Fernkämpfer nicht mehr bei WoW. Fernkämpfer waren doof. Machen wir es alle weg. Der Jäger, der war ganz okay. Lass mir zum Nahkämpfer kommen. Weiß, was so in dem Blizzard oder Köpfen vorgeht. Eine andere Idee war, dass sie das Spiel quasi so machen, dass keiner mehr Lust hat zu spielen. Irgendwann ein neues Spiel raus oder vielleicht so eine Art WoW 2 rauszubringen. Aber alles nur Mutmaßung. Weil was wirklich in den Köpfen vorgeht, weiß man ja nicht. Ich glaube nicht, dass sie sowas sagen würden hier von mir. Oh. Überlegt. Wir lassen das Spiel jetzt einfach schleifen, bis keiner mehr Bock hat, und stellen es dann ein und machen was Neues. Und jetzt haben schon was Neues in der Hinterhand. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Die da heißt Let's Play WoW. Dann einen schönen